Sima, hast du einen Plan? Ja. Ich bin eher aus Holz gebaut, das ist mein Vaterhaus. Ich bin eher aus Holz gebaut, das ist mein Vaterhaus. Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Plan erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit, und zwar am 4. Adventswochenende und auch bei minus 8 Grad Celsius, Außentemperatur. Die Bergstadt Salda liegt zwischen den Tälern der Freiberger Mulde und der Flöha. Am höchsten Punkt der Stadt mit 680 Meter über Null thront ein mächtiger Wasserturm, ein Wahrzeichen. Im Gebiet um Salda herrscht ein atlantisch geprägtes, gemäßigt kühlfeuchtes, schneereiches Mittelgebirgsklima. Und durch seine Lage im Osterzgebirge sind die Winter tendenziell kälter als in anderen Teilen Sachsens. Wow. Dieses Klappern kommt allerdings nicht von der Kälte, sondern von der Kameraschlaufe, die da vor sich hinpendelt. Ich gucke hier direkt und nicht indirekt. Das Display, das siehst du, wo du hinläufst. Ich gucke lieber direkt als indirekt. Das siehst du ja, wie das ist. Das typisch grüne Gewölbe mit den Mitteilungen. Da komme ich nicht umhin, mich zu äußern. Du musst für 10 Millionen klauen, eine Million zurückgeben über einen Anwalt. Dann gehst du kurz mal in den Knast und hinterher machst du dir einen bunten. Aha, so einfach ist das. So einfach ist das. Die Natur braucht nicht den Menschen, der Mensch braucht die Natur. Siehst du, das haben die alten Erzgebirge schon gewusst und hier in den Wald geschrieben. Chronisten schrieben, dass das Klima in den vergangenen Jahrhunderten in den oberen Erzgebirgslagen noch rauer als heute gewesen sein soll. Die Bevölkerung war regelmäßig von der Umwelt wegen der hohen Schneemassen abgeschnitten. Dieter, zieh dich mal aus. Aus? Ja, und fang mit den Schuhen an beim Ausziehen, weil du brauchst du auch nie. Hier ist eine ganz interessante Stelle. Hier haben wir Nah- und Kultur und sogar noch neben Waldbaden einen weiteren gesundheitlichen Aspekt, nämlich einen Kneipphard. Siehst du hier das Übliche, was entlang dieses Weges schon zu finden ist, die Beschreibung bezüglich herzynischem Bergmischwald. Dann hast du hier ein tolles Gemälde oder Zugang zum Kneippbad, zum Kneipptriebbecken. Und nach dem Kneippbad ab in die Kneipe. Das obere Erzgebirge wurde in der Vergangenheit auch mit dem Beinamen Sächsisches Sibirien versehen. Apropos Kneipe. Als erster 4-Sterne-Gasthof Sachsens entführt sie der altsächsische Gasthof in Höhen feinster erzgebirgischer Gastlichkeit. Am kleinen Vorwerk befindet sich auch das kleinste Restaurant Sachsens mit bis zu 4 Personen. Gibt es hier was zu sehen, was zu essen? Heute nicht. Heute ist geschlossen, das Restaurant, das kleinste Sachsens. Oh, jetzt kommt der Chef. Chef kommt. Jawohl. Chef sagt, vorwärts, wir müssen zurück nach Salda, bevor es zu dunkel wird. Vorbei an historischen Gebäuden geht es wieder zurück auf den historischen Plan. Sima, hast du einen Plan? Ja, das Gelände zu verlassen. Ist so kalt. Nee, ja? Du hast doch kein Glühwein gekriegt. Du wirst jetzt noch mal schnell inholen. Also. Gehen wir um die Ecke rum und finden am Kirschplatz 3 den wohl urigsten Laden der Stadt. Adolf Krivacek verkauft hier eigenes, kreatives, handgemachtes. Ja, der Herr bastelt 20 Jahre schon an diesen Sachen. Hat so viel gedenkt dazu. Ja, ich sehe das ja, Mal was mit dem Schneemann, das finde ich auch ganz toll hier. Ja, es gibt Leute, die wollen kein Licht und sagen, oh, der Oma, die kugelt dann rum, ne, und so. Ne, guck doch mal, ne? Das kleine, biebsische Zeug an, Dieter.
das, das biebsische Zeug, das... Biebsische, ja. Biebsische, ja, ist sechsschist, zierlich. Guck mal. Biebsisch, ja, schön. Handarbeit. Ja, darum steht es auf der Hand. Ja. Ein Tipp für Freunde der erzgebirgischen Handwerkskunst. Der Wohnzimmerladen des Rentners öffnet nach Klingeln an der Haustür oder einem Anruf unter 0373659592 48 am Kirschplatz 3 in Seida. Ja, das ganze Weihnachtshaus ist unausgegangen hier. Was machen wir denn? Wandern heißt, das echte, wahre Leben entdecken. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Glück zu. Wunderschön, das Wandern ist. Wallari, wallari.